Mein Name ist Franziska. Ich habe den Bereich Haushalts- und Finanzpolitik mitverhandelt und ich bin ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis, weil viele bündnisgrüne Punkte, die wir auch im Wahlprogramm stehen haben, Eingang gefunden haben in das Kapitel zum Thema Haushalt und Finanzen. Für uns Bündnisgrüne ist ganz klar, wo Geld da ist, da haben wir auch eine Verantwortung, wie wir damit umgehen. Denn das Geld fällt nicht vom Himmel, sondern es gibt Menschen, die das erarbeiten und uns als Steuergeld sozusagen zur Verfügung stellen. Und die erwarten das auch von uns. Und so sind wir auch rangegangen. Wir haben einige Erfolge erringen können in dem Bereich und ich möchte euch die ganz kurz vorstellen. Der erste Bereich ist, dass das Thema Nachhaltigkeit stark verankert wurde in der Haushalts- und Finanzpolitik der nächsten Jahre. Das bedeutet, die sächsische Nachhaltigkeitsstrategie wird auch zur Leitlinie für diesen Bereich der Finanzpolitik. Das trifft zum Beispiel das Thema Investitionen. Wenn wir was bauen, dann gucken wir uns nämlich nicht nur an, was sind die tatsächlichen Baukosten, sondern wir überlegen auch, was sind die Folgekosten, was ist der Erhaltungsaufwand und bringen damit den bündnisgrünen Investitionsbegriff in die sächsische Finanzpolitik auch ein. Der zweite wichtige Punkt, den wir erreicht haben, ist, dass es ab dem Jahr 2021 einen ökologischen Lastenausgleich geben wird im kommunalen Finanzausgleich. Das ist besonders für die Kommunen interessant, die Anteile haben an Schutzgebietsflächen. Wir wollen nicht nur belohnen, dass sie diese Flächen haben, sondern wir wollen da natürlich auch dafür sorgen, dass sie was davon haben. Denn in diesen Schutzgebieten haben sie natürlich nicht die Möglichkeit, ein Gewerbegebiet auszuweisen. Das heißt, für die Akzeptanz, dass es eben Schutzgebiete gibt und auch um das zu belohnen, tun wir Grüne aktiv was in der Finanzpolitik und werden ab 2021 auch diesen Lastenausgleich mit einführen. Was uns immer wichtig gewesen ist und was wir auch in den letzten Jahren immer begleitet haben, ist das Thema der sächsischen Beteiligung. Das heißt, der Freistaat ist als Unternehmer tätig und es steckt Geld in Unternehmen des Freistaates drin. Und wir haben es geschafft, Grundsätze guter Unternehmensführung zu verankern. Wir wollen, dass das mit den Beteiligungen zukünftig transparenter läuft, dass das einheitlicher läuft und freuen uns darauf auch, dass wir das gemeinsam erarbeiten können in der Regierungsverantwortung. Wir haben noch zwei Punkte, das ist das Thema Anlagestrategien. Wir haben zum Beispiel einen großen Anlagefonds in dem Bereich Generationenfonds, wo die Pensionen sozusagen abgesichert werden für die Folgejahre. Und da haben wir das Thema Nachhaltigkeit gesetzt. Wenn wir zukünftig was ändern in der Anlagestrategie, denken wir das mit. Und das Thema Chancengerechtigkeit im Haushalt ist auch eins, was wir endlich setzen konnten. Das heißt, gleiche Chancen für alle beim Thema Weiterbildung und Fortbildung. Ich glaube, wir haben viele gute Punkte erreicht im Koalitionsvertrag, auch in diesem Punkt. Und wir können euch nur empfehlen, diesem Koalitionsvertrag zuzustimmen. Wir konnten da wichtige Meilensteine setzen, wichtige Ziele verankern. Helft uns und gebt uns das okay, dass wir das auch in den nächsten 5 Jahren umsetzen können.